Hallo zu einem kleinen, ja wirklich kleinen Flohmarkt-Video noch im Dezember. Ich habe ja schon eigentlich den letzten Flohmarkt abgehandelt, offiziell, aber was soll's. Es gab noch im Dezember einen kleinen Flohmarkt, ich habe ihn nochmal angekündigt und ja, mehr dazu nach dem Intro. Wie angesprochen, ich hatte ja auch erwähnt, dass es jetzt hier im Dezember noch einen kleinen Flohmarkt gibt. Eigentlich auch ein der Veranstaltungsort sozusagen ist immer sehr beliebt bei mir, weil ja, das ist wirklich ein, ja, kein händlerüberfluteter Flohmarkt, sondern viele Privatleute, auch viele Kinder, die verkaufen. Jetzt aber nicht im Dezember. Also es war kalt, ne? Wir haben 0 Grad gehabt und es hat zwar nicht gefroren, es war trocken, dennoch waren nicht viele da. Ich war schon früh da, wie ich immer eigentlich da bin. Es war diesmal dunkel, so wie es kommt, immer wieder mit Taschenlampe rumlaufen. Man findet nicht wirklich was, man kann die Kisten auch nicht richtig durchwühlen, trotz guter Taschenlampe, aber was soll's. Viel war da auch nicht, das war auch nur, ich sag mal, ein Drittel aufgebaut von dem, was ist. Kinder kamen dann später gar nicht mehr, sie hatten 2, 3 Stände, hatten dann doch aufgebaut. Es gibt so eine Ecke dort, wo nur Kinder dann aufbauen dürfen. Hatten dann auch 2, 3 Kinder aufgebaut, aber da war nichts wirklich mehr bei. Das ist natürlich auch für mich so als jemand, der mit Retro sammelt und Games, da findet man auch nicht mehr so viel, weil das sehr viel aktuelles Material ist. Vielleicht mal ein aktuelles Game, aber so die klassischen Sachen sind natürlich seltener zu finden. Was soll's. Ein bisschen haben wir gefunden, mein Bruder und ich, gar nicht viel. Und aufgrund dessen habe ich noch gedacht, Mensch, ich habe noch einen kleinen, schönen kleinen Anzeigendeal, genau, gestern gemacht. Da bin ich vorbeigefahren, habe was abgeholt und dann habe ich noch ein bisschen was mehr mitgenommen. Und das zeige ich euch auch gleich. Und dann kombinieren wir das. So, also wie gesagt, das war jetzt ein kleiner, feiner Flohmarkt. Kalt, also wie gesagt, 0 Grad, gut verpackt. Man hat durchgeguckt, alles. Und ja, so ein paar Sachen hat man gefunden. Ich habe in der einen Kiste ein paar Comics gesehen, habe ein bisschen durchgeguckt. Und das Erste, was mir da ins Auge stach, habe ich eigentlich auch nur mitgenommen, weil es Videospiel relevant ist. Arkham Knight Genesis von Batman. Also das ist die Vorgeschichte von der Arkham Knight Geschichte um den Arkham Knight, wer dahinter steckt. Und ja, ist halt die deutsche Version hier von Panini Comics. Ja, gab es für 2,50 Euro, da kann man auch nichts sagen. Hat mal, das kostet mal 16,99 €. Also im Endeffekt geht der Preis und das ist ein schönes, feines Comic. Ja, damit kann es auch weitergehen. Wie gesagt, viel habe ich wirklich nicht gefunden. Das ist ein ganz kleiner Flohmarkt, deswegen versuche ich ein bisschen zu labern, damit das Video auch ein bisschen länger bleibt oder wird. Dann habe ich eine Kiste, haben sich zeitversetzt auch aufgebaut, die Stände. Und deswegen waren wir ja auch, haben wir diese kleinen Drittel, was es da gab, bestimmt 4-mal durchgeguckt und so weiter. Und dann kam eine Frau an, die hat dann auch privat verkauft und hatte dann eine Kiste, da waren dann viele Hörspiele drin, also 3 Fragezeichen Hörspielkassetten. Ich habe ein bisschen geguckt und habe auch ein paar entdeckt, die mich interessiert haben. Sie wollte jetzt Stücken Euro haben. Ich habe insgesamt 7 Kassetten mitgenommen und habe 8 Kassetten und ich habe dann 7 Euro bezahlt, fairerweise. Ich hatte doch mich mit einem noch unterhalten und der dann, 1 Euro, viel zu viel, mehr als 50 Cent zahle ich nicht. Und dann hat er noch einen Ivar Walkman für 1 Euro, von 3 auf 1 Euro untergegangen. Ich fand es sehr unverschämt, vor allem, weil ich weiß, dass der das garantiert verkaufen wird für ein bisschen mehr Kohle. Also die machen wir ein bisschen enttäuschend. Für das Verhalten meinte ich jetzt. Ja, wie gesagt, ich habe ein paar 3 Fragezeichen Hörspielkassetten mitgenommen, obwohl ich eigentlich fast alle habe. Oder ich habe alle und Tapes sammle ich eigentlich nicht wirklich mehr. Aber es sind so ein paar hohe Nummern und dann habe ich mir gedacht, ja, die sind etwas seltener und ein bisschen was wollte ich mitnehmen. Also habe ich auch mitgenommen, so ein paar Sachen. Hier zum Beispiel die Nummer 100, schön noch ein Pappschuber. Er ist gebraucht, hat 3 Kassetten. Ich glaube, ich muss noch einige zurückspulen und sind auch alle dabei. Die Toteninsel, auch eine richtig gute Folge, kann ich auch nur empfehlen. Dann ging es weiter mit 2 weiteren oder ein paar weiteren Nummern. Und zwar habe ich mitgenommen Nummer 141, die Fußballfalle. Die höheren Nummern sind etwas seltener, weil ja, die kleinere Auflagen haben. Hier zum Beispiel auch die 142, tödliches Eis, auch keine schlechte Folge. Und
hier ist sogar eine Besonderheit, das ist die Folge 116, Codename Cobra. Und ich weiß es nicht, müsste es mal vergleichen, aber ich bin der Meinung, dass ich habe es gesehen. Hier hinten ist noch eine Ankündigung für die Live-Veranstaltung der drei Fragezeichen zu der Super Papagei. Am 2. Oktober 2004 in Hamburg wird wirklich hier geschrieben. Ich meine, das habe ich damals besucht. Also es war eine geile Veranstaltung. Ich bin der Meinung, in der neueren, späteren Auflage fehlt dieser Teil. Der ist weggenommen, logischerweise. Es ist ja auch nicht mehr aktuell. Wie gesagt, auch eine höhere Nummer. Und gerade mit dem Teil habe ich gedacht, nimm mal mit. Sonst waren da unter welche, also Nummern und auch ein paar CDs. Aber die hatte ich alle und das brauchte ich dann auch nicht. So, noch zwei Nummern. Und hier werdet ihr jetzt euch wundern, dass ich jetzt die ohne Hülle zeige. Und das erkläre ich, obwohl die waren in Hüllen. Und zwar einmal habe ich die Nummer 114, die Villa der Toten. Und die habe ich mitgenommen, weil ich da mal ein selbstgemachtes Cover hatte und mir das fehlte. Aber ich werde die auch wahrscheinlich austauschen, weil ich jetzt nicht nach der Auflage geguckt habe. Das ist schon eine etwas neuere Auflage. Es ist nicht die Auflage, die mit neuer Musik, bin ich der Meinung. Aber egal, die werde ich austauschen nochmal. Aber die flüsternde Mumie, davon fehlte mir das Cover im Endeffekt und deswegen habe ich es auch mitgenommen. Aber warum habe ich die jetzt ohne Kassettenhülle? Die Kassettenhüllen waren dabei, aber das liegt daran, die haben hier hinten eine längere Seite und wenn man genau guckt, es ist durchstoßen worden, eben halt mit den Spitzen. Da ich noch, hier kann man es versuchen, ein bisschen zu zeigen, da ich aber demnächst noch ein paar Leerhüllen kriege, ein paar neue, die keine Spitzen in der Mitte haben, werde ich die da einfach reinpacken und dann wird es wieder etwas hübscher aussehen. Ja. So, das war fast alles, was wir da auf dem Flohmarkt gefunden haben. Jetzt kommen noch zwei Sachen und das sind wirklich Games. Games waren wirklich nicht viel vertreten. Da war einer, der hat gerade aufgebaut und da war ja auch gleich eine Traube drum. Ihr kennt das auch sicherlich. Dann das Gucken und da war eine PSP und was willst du dafür haben? Und das dachte der Freund, also es war wohl ein Pärchen und der Freund sagte so, ja, so 20 Euro. Und war auch man merkt, das sind so auch diese Händler, zu teuer. Und dann die Freundin, ich wollte eh nur 10 Euro dafür haben. Was, selbst 20 Euro ist super günstig für eine PSP. Aber egal. Ich bin weitergegangen und dann bei der zweiten Runde habe ich gesehen, oh, die Spiele liegen noch da. Guck doch. Und zwei PSP-Spiele sind dabei und ich habe dann geguckt und gefragt, was willst du dafür haben? Sagte er, beides zusammen 5 Euro. Ich sage, machst du auch 4? Ja, für 4 Euro habe ich also mitgenommen. Zwei PSP-Spiele. Und zwar einmal in der Platinum-Edition Tekken Dark Resurrection. Ist auch vollständig komplett. Also wirklich alles dabei. Ist jetzt nicht ein Titel, den ich jetzt, glaube ich, habe. Ich weiß es gar nicht. Aber was so ein bisschen besonders ist oder was interessant ist, nehme ich dann ja auch einfach mit. Genauso wie Dungeon Seeds Throne of Agony. Ein Rollenspiel, wie ihr auch sehen hier hinten. Ist kein schlechtes Spiel, ist auch ein gefragtes Spiel. Ist sogar ein bisschen mehr wert als diese 2 Euro, kann man ganz ehrlich sagen. Auch ist beides vollständig. Und ja, wie gesagt, man wollte was mitnehmen. Und im Endeffekt, das, was ihr jetzt hier seht, ist die kleine, feine Ausbeute von diesem Mini-Flohmarkt. Es ist Dezember, was erwarte ich da? Im Endeffekt war die Flohmarkt-Saison schon vorbei. Hier bei mir im Norden in Hamburg ist, die ist vorbei. Geht jetzt wieder Ende März, Anfang April los. Bis dahin müsst ihr euch dann gedulden. Ich werde Pickup-Videos weiterhin zeigen, dann am Sonntag versuche ich immer so, ich versuche meine Pickup-Videos auf den Sonntag zu legen. Gebe ich euch, verspreche ich euch nicht, kann ich nicht sagen, würde ich gerne. Ich weiß aber nicht, ob ich so viele Pickup-Videos dann natürlich auch jeden Sonntag habe. Aber auf jeden Fall werde ich meine Pickup-Videos versuchen, immer wenn ich welche habe, auf den Sonntag zu legen. Ja, ansonsten, ja, da könnt ihr mir natürlich sagen, was ihr davon haltet, von den Spielen und so weiter, hättet ihr die auch mitgenommen. Und ja, was kann ich noch sagen? Um das jetzt ein bisschen voller zu machen, diese Folge, habe ich gedacht, nehme ich noch den Kleinanzeigen-Deal, den ich gestern gemacht habe, auf. Und es ging mir, ja, da bin ich dann persönlich vorbeigefahren, weil der nur Abholung gemacht hat, leider. Aber ich habe mich ganz gut mit dem verstanden und er ist auch ein leichter Sammler und sammelt auch Hörspiele und darum ging es mir auch. Er hat ein Hörspiel verkauft, was für meine Sammlung ist und wenn ihr es seht gleich, dann werdet ihr sehen, das musste sein. Denn, so, wo habe ich die Kassette? Und zwar eine Hörspielkassette
die für meine Sammlung wichtig ist, denn ich befinde ja nicht viel, wenn ihr verfolgt habt, meine Tim und Struppi Sammlung. Ich sammle ja jede Version, nimmt ja Fahrt auf oder nimmt das Ende auf. Kann man auch so sagen, wir fehlen dann nur noch 4 Kassetten, 2 Doppelkassetten und 2 in dieser Art, in dieser Auflage. Das ist die zweite Auflage und mit den 7 Kristallkugeln, mit dem Comic-Cover und dem gelben Schriftzug. Und ja, wer hatte die angeboten? Ich gebe ehrlich zu, die ist etwas seltener zu finden. Diese Version, also die normalen 7 Kristallkugeln findet man schon so und er hatte sie für 7 Euro drin und etwa das ist auch ein fairer Preis und ich habe jetzt wie gesagt noch ein paar andere Sachen mitgenommen und ich habe insgesamt 27 Euro bezahlt. Das ist fair, das ist absolut fair und ja, der hier ist richtig gut für meine Sammlung, denn ja, damit habe ich dann fast das komplette. Ich sage ja gerade, 2 spielen mir noch in dieser Auflage. Das war das Die Juwelen der Sängerin und Flug 714 nach Sydney. Ja, das hat mich sehr gefreut, dass ich dieses ja in meine Sammlung aufnehmen konnte. Ebenso habe ich gefreut, in meine Sammlung aufnehmen zu können, auch wenn es nichts Besonderes ist. 3 Fragezeichen und der Rote Pirat, er hatte auch ein paar 3 Fragezeichen Kassetten, liegt daran, auch diese Kassette, ich habe sie, aber ich habe mal kein Cover gehabt, weil das war so eine der wenigen, es waren ja insgesamt 5 Kassetten, die ich in meiner Kindheit nur als Kassette hatte, wo ich dann Covers selbst gemalt habe. Rote Pirat gehörte dazu. Jetzt habe ich auch eine Version mit Cover. Natürlich behalte ich meine selbstgemalten Covers, das sind kultig. Aber somit kam das dazu. Genau, das sind so die Kassetten, die auf jeden Fall in meiner Sammlung bleiben. Und als Tauschstuff habe ich noch 2 Kassetten mitgenommen, die er auch hatte. Und zwar auch 2 Tim und Struppi Kassetten. Hier ist auch das sind beides die aus der Erstauflage von Maritim. Und hier habe ich jetzt Flug 714 nach Sydney, aber das ist die normale Version. Ihr seht das hier auch richtig cool. Ist eine richtig coole Folge, kann ich auch nur ans Herz legen. Und eine noch bessere Folge, kann man fast so sagen, die der Schatz Rackhams des Roten, auch hier in der Maritim-Auflage. Genau, die beiden, ja, bisschen drüber ziehen mal. Damit man diese Sachen, ach, die Leerhülle brauche ich nicht unbedingt drauf. Kann man das mal so ein bisschen aufbauen. Tim und Struppi, ja, macht sich da immer ganz gut. Genau. So, dafür habe ich aber keine 27 Euro bezahlt. Ich habe noch ein paar Comics bei ihm gefunden, gebrauchten Zustand, jetzt für mich ein bisschen zum Lesen gedacht. Also in die Lesesammlung kann ich so sagen. Und zwar hat er da liegen gehabt, ich nehme gleich die ganze Sammlung, zeige ich euch. Und zwar Gaston. Ich liebe Gaston von Franquin. Und das ist die 1980er Auflage vom Carlsen Verlag. Und da habe ich eben halt das. Und ihr seht, die sind gebraucht. Ihr könnt sie sehen, das sind 7 Stück gewesen. Ja, 7 Stück. 1 bis 7. Ne, bis 8 ist das. Welche Nummern sind das überhaupt? Ich habe gar nicht nachgeguckt. 2, 3, 5, 6, 7 und 8. Also Nummer 4 würde fehlen. Ja gut, ist jetzt nicht schlimm. Für mich sind die jetzt zum Lesen gedacht. Ich habe auch schon mehrere Gastons, spätere Auflagen, wie dem auch sei. Also auf jeden Fall, hier habe ich jetzt Gaston kennt kein Patron. Patron. Nee, pardon. Patron. Gaston kennt kein Patron. Und hinten auch schon ein schönes Spirou-Bild. Das finde ich richtig cool. Dann haben wir hier ein Genie mit Fantasie. Also ich kann sie euch nur ans Herz legen. Das sind richtig tolle Spots. Oder Spots, kurze einseitige Clips, sind das ja so seitige Witze, richtig cool. Zu heiß geduscht, Nummer 3, auch richtig gut. Hinten ist immer so ein bisschen Werbung, einfach so ein Harry, das hier ist mal Harry und Platte. Auch eine sehr gute ja, Comedy-Krimi-Serie, Comic-Serie. Ein Meister fällt vom Himmel, auch ein richtig schön, ich mag die Cover auch, auch wenn die jetzt in der Qualität nicht jetzt im gebrauchten Zustand sind. Aber wie gesagt, er wollte für die 7 Stück 6 Euro haben und ich habe es dann alles im Bundle mitgenommen und das ist auch ein fairer Preis, auch wenn ich sie vielleicht mal irgendwann weitergebe oder so zu dem gleichen Kurs. Aber zum Lesen geht es immer. Geht höllisch los, Nummer 6. Auch gut. Und was haben wir hier? Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Und hier hinten seht ihr dann noch weitere Nummern drauf. Ist halt ein bisschen anders aufgebaut als die späteren Comics und der Groschen ist gefallen. Auch ein cooles Cover. Ja, also wie gesagt,
Die Gastons mussten sein. Und wo Gaston bei ist, da habe ich auch noch einen Spirou-Comic mitgenommen. Das ist jetzt auch erstmal die Lesevariante für mich, weil die fehlte mir noch. Mir fehlen insgesamt 4 Stück von den alten Dingern. Habe ich immer ein bisschen ausgelassen und dann habe ich gedacht, komm, die nimmst du jetzt mal mit. Wo er die Gelegenheit hat, hat er mit draufgepackt. Abenteuer in Moskau, Spirou und Fantasio von Tomi und Jeanré. Also richtig gut. Und ja, was soll ich sagen? Das war mein Kleinanzeigendeal, der ja, das hoffentlich noch ein bisschen aufwertet. Ansonsten, das war Flohmarkt oder meine Neuzugänge jetzt zum Flohmarkt sind. Ich hoffe, ihr hattet ein klein wenig Unterhaltung. Viel kann ich sonst nicht erzählen, das ist nicht viel passiert. Und ja, schaut auch in meine anderen Videos rein. Vielleicht habt ihr da noch mal was, auch in der Vergangenheit. Guckt doch mal ein bisschen durch. Ich habe da einige Flohmarkt-Videos und richtig lange auch gemacht, wo ich meine ganzen Pickups gezeigt habe, im Mai und so weiter. So, man muss mal sehen. Und jetzt werde ich mal Revue passieren lassen und ich werde dieses Jahr auf jeden Fall noch meine besten, 5 besten Flohmarktfunde werde ich ein kleines Video machen und mal sehen, was das sind. Ich weiß es noch nicht. Jetzt habe ich ja die Flohmärkte abgeschlossen. Jetzt geht es Revue zu passieren und ich werde mal sehen, die 5 besten Flohmarktfunde werde ich zusammenfassen und die 5 besten eBay-Kleinanzeigen-Deals oder überhaupt die Deals, die ich gemacht habe, ja, werde ich mal so, da werde ich ein Video gleich zu machen oder ein kleines Talk-Video mit ein paar Aufnahmen, die ich einspiele. Und vielleicht zeige ich dir auch die Gegenstände dann noch, das weiß ich gar nicht. Werde ich mir überlegen. Ansonsten, das soll es gewesen sein. Liken, teilen, abonnieren, da freue ich mich drüber, aber vor allem kommentieren, das ist das Wichtigste. Ja, und ja, mach's gut. Heute ist, glaube ich, 2. Advent, also bereitet euch gut vor. Das Jahresende naht. Bis zum nächsten Mal. Thank you.